Es kommt nur von hier. Ich hab das. Und wenn du Sportmodus machst, dann kommt irgendwas raus und dann hast du doppelt aus. Dann wissen die, oh, der ist im Sportmodus. Ah! Bis hierhin und nicht weiter. Und das ist das hier. Bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute sind wir wieder hier bei unserem Kompakt 325 dran. Wie nennen wir den überhaupt? Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie wir diesen Kompakt nennen sollen. Der soll einen Namen haben. Und das, was der Community am meisten gefällt, den nennen wir dann auch so. Ich weiß echt nicht. Mir fällt kein Name ein. Kompi. Ja, Kompi. Nein. So. Weiß nicht, ich würde ihn so Helmut oder so nennen. So, irgendwie, ich habe so voll Bock auf so einen Namen, so soll er bekommen. Hans. Ja, also hier steht das schöne Ding. Ihr wisst ja, am Wochenende haben wir den abgeholt. Unter der Sonne Fahrwerk eingebaut, wo ich immer noch sage, Fahrwerk ist echt gut für den Preis. Kann ich echt nur noch sagen. Und hier nochmal vielen, vielen Dank an Kai. So, ich werde jetzt mal reinfahren und wir werden jetzt erstmal schauen, wie der unten ist. Weil ich habe den zwar von unten gesehen, aber ich habe den auf dem Boden gesehen. Aber ich glaube, auf der Bühne sehen wir mehr. Mal gucken, ob er überhaupt anspricht. Ich weiß echt nicht, wie viel der gelaufen ist. Hat er dir nichts gesagt, oder? Nee, ich habe ja gar nicht nachgefragt. Denn wir haben eigentlich den Motor gekauft und das Auto einfach dazu mitbekommen. Will ich nicht mal schauen. Das ist einfach nur geil. Boah, 296.000. Krass. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Also wenn ich die Innenausstattung und so anschaue, ihr Lenkrad und so anschaue, hätte ich jetzt gedacht, ey, der wäre jetzt unter 200.000. Naja. Hm. Ey, weißt du, was ich jetzt gerade auch sehe? Wir haben hier einklappbare Spiegel. Guck mal, ob das funktioniert hier. Okay, die Seite funktioniert, die Seite nicht. Deswegen funktioniert das hier nicht, weil er nicht angeschlossen ist. Den muss man natürlich anschließen. Gut, wir fahren den kurz rein. Guck mal den an. Ach, die Klimaanlage geht. Einfach nur geil. Das hat schon einen geilen Sound, aber da kann man bestimmt noch was machen. Wusstest du, dass der auch Xenon hat? Nein. Ja, der hat auch Xenon. Also einklappbare Spiegel haben wir, Xenon haben wir. Also ich bin gerade auch überrascht. Also wer dieses Auto kennt oder diesen Motor kennt, Auto ist natürlich nicht so beliebt, kompakt, mag nicht jeder, ist immer, ich sag mal, Geschmackssache. Aber ich persönlich, ich liebe kompakt, muss ich sagen. Ich habe selber 6 Jahre eins gefahren, sogar länger, 8 Jahre habe ich eins gefahren. M54 ist ein geiler Motor, also Motor reden wir heute gar nicht. Wie ist das Auto von unten? Das interessiert mich heute. Oh, Gewindefahrwerk. Zu tief oder was? So, zu tief gibt es nicht, zu hoch gibt es nur. Okay, Stoßstange brauchen wir nicht schauen, aber das ist ja mal das Geilste. Guck dir den Motor an, 300.000 gelaufen. Du hast nicht mal einen Ölfleck, nur vom Servoleitung. Lichtmaschine ist auch neu. Ja, ich weiß ja auch, dass Salvo sehr, sehr viel an diesem Auto gemacht hat, ne? Das weiß ich ja auch. Oh, aber hier haben wir noch ein bisschen leicht Öl. Da müssen wir nur aufpassen, dass es nicht vom Lenkgetriebe kommt, weil da haben wir ein Problem. Die gehen gerne kaputt. Hier, Getriebe, auch sehr, sehr gut. Auch sehr, sehr gut. Ja, sonst? Ja, hier, ist Auspuff. Was lachst du? Hier fehlt was. Oh. Ah. Wieso lachst du? Ja, ich habe da jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. Es kommt nur von hier. Ich habe das. Und wenn du Sportmodus machst, dann kommt hier irgendwas raus und dann hast du doppelt Auspuff. Dann wissen die, oh, der ist im Sportmodus. Aber Auspuff bei BMW ist immer ein Must-Have. Vielleicht kommt der ja was. Wer weiß. Hier wurde alles neu gemacht. Also Salvo hat echt viel gemacht. Der hat die Querlenker, der hat die Streben und so neu gemacht gehabt. Alles ist gut. Die üblichen Stellen hier. Die sind alle gut, ey. Erstaunlicherweise. Muss ich sagen. Aber hier haben wir nochmal was. Rost.
Aber nur Flugrost, okay, ist aber nichts durch. Und jetzt kommen wir eigentlich zu der Stelle, wo eigentlich Salvo gesagt hat, nein, bis hierhin und nicht weiter. Und das ist das hier. Ihr seht das komplette Blech hier, also ich schätze mal das kleine, das Ding bis hierhin, ist durch. Das ist schon ordentlich, ey. Das ist schon ordentlich, ja. Beide Seiten, ne? Hier auch. Hier haben wir das auch. Ich meine, man kann es, ganz ehrlich, man kann es provisorisch machen. Ne? Also es ist keine tragenden Teile oder so. Mhm. Das heißt, wir könnten echt hier einzeln reinmachen. Werden wir vielleicht auch erstmal machen. Oder wir werden da echt ein Blech holen. Hier fängt das tragende Teil an. Also da drüber einfach das komplette Blech erneuern. Oder wir machen uns einfach neue Bleche rein. Das ist aber kein Ding, da sehe ich auch keine Probleme, ehrlich gesagt. Und wie passiert sowas? Jetzt hat er einen Wasserschaden. Hier war ein Stopfen und das Teppich hat immer wieder Wasser gezogen. Oh. Und das Ganze lag dann da drauf und dann ist er durchgerostet. Hm. Ja. Auf beide Seiten? Beide Seiten. Ich weiß, dass das bei BMW öfters mal hier geschweißt werden muss. Habe ich schon sehr, sehr oft gehabt. Das ist schon heftig. Ja, und wir haben einen Baujahr 2005 hier. Was sonst muss ich sagen, das Ding ist top. Ja, Querlenker sind neu, Bremsen sind neu. Alles ist super. Stabis sind natürlich jetzt neu. Also ich bin ehrlich positiv überrascht. Ölwanne ist sowas von dicht. Also eigentlich alles ziemlich gut, oder? Außer ziemlich diese Roststellen gut. Eigentlich. Ziemlich gut. Nicht nur ein bisschen, es ist ziemlich gut. Ja. Wir haben natürlich hier zwei Cuts verbaut. Zwei Cuts. Zwei Cuts? Hatten die damals noch Cuts drin gehabt? Ob. Mir gefällt der. Also von unten hat er bestanden, oder? Außer die Roststellen. Ja, ich kann da hier nochmal ein paar Sensoren hier anschließen, erstmal, die wir nicht angeschlossen haben. Hier das Ding können wir direkt hier dran schließen. Für die Kühlung, für die Lichtmaschine. Wichtig. Ja, damit die Hupe wieder funktioniert hier. Hupenanschluss haben wir hier. Damit wir wenigstens einmal Hupe haben. Oh, oh. Ah. Guck dir mal an. Was ist das denn? Ja. Oh, verbogen? Verbogen. Wie ist das denn passiert? Ja, der ist innen drin gerissen und dann ist er in die Breite gegangen und dann ist er runtergegangen. Das heißt, der wird irgendwann, also der verliert schon, ihr seht das. Also normal ist das hier gerade, der ne? Ist gerade und das Ding hier drauf. Das hier drauf. Aber das Ding ist tot. Guck mal, hier drüben keine Roststelle. Hier alles super top. Dazu. Ja, ganz leicht hier, Flugrost. Hier hat er noch ganz leicht, aber das war's. Hier, oh, hier hat er auch noch ein Loch. So ist das, so fängt das an. Mhm. Dieser Stopfen geht ab, am Teppich sammelt sich Wasser und dann rostet das Ding. Nur dort. Hier, wie sieht es hier aus? Hier genauso. Adosch. Hier fängt es auch schon an. Da sind eigentlich so Stopfen drauf. Da sind Stopfen drauf. Hier, der ist auch schon ab. Ist abgefallen, oder? Ja, ja. Nach der Zeit lösen sie sich. Okay. Und dann fängt das an. Mir war es jetzt nur wichtig, den von unten zu sehen. Also fahren lässt er sich sehr, sehr gut. Ein paar Geräusche waren da. Da werde ich nochmal schauen, was für Geräusche das sind. Aber ich schätze mal, irgendein Plastik oder so ist ab. Irgendwas ist da. Dass er solche Geräusche macht, bin ich das schon höher. Aber vom Gelenken her ist nichts kaputt, was ich sehr, sehr gut finde. Der Motor ist sowieso nicht kaputt zu kriegen. Da muss man schon fahrlässig sein. Und wenn er halt ein bisschen Öl verbrauchen sollte, mein Gott, dann werden wir irgendwann die Schaftdichtung erneuern. Das war mir jetzt wichtig. Ich wollte jetzt mal schauen, okay, können wir jetzt mit dem Auto überhaupt was machen oder nicht? Lohnt sich das Ganze mit dem hier was zu machen? Ich könnte gerne spekulieren, was ich damit vorhabe. Also ich bin echt positiv überrascht. Sehr positiv überrascht. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir 400 Euro Superabschnäppchen gemacht haben. Habt ihr auch so gesehen? Finde ich auch gut, dass ihr meine Meinung seid. 400 Euro kann man auf jeden Fall nicht falsch machen. Ja, ihr habt gesehen, die Roststellen, die werden wir beheben. Die mache ich. Auspuffanlage habt ihr gesehen. Da werden wir was machen. Und dann mal schauen, was ich aus diesem Auto mache. Lasst euch überraschen. Ja, es wird ein paar Änderungen geben. Es werden sogar ein paar extreme Änderungen geben. Aber denk jetzt nicht, ich werde jetzt irgendwie, ich sag mal, den zum Cabrio machen oder so. Das werde ich nicht. Natürlich wird der Originalzustand bleiben. Vergiss nicht, wie sollen wir das hier nennen? Schreibt mal bitte in die Kommentare. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kfz-Fuzzi. Bis dann. Haut rein. Bleib gesund.